Hallo und herzlich willkommen hier bei Autosale Live, ne? So, was ist denn? Wir haben hier gar keine Punkte. Was soll denn das hier mit dem Skill da? Warum? So, wir haben hier ein Golf, 15.000. Stimmt, den wollten wir beim letzten Mal verkaufen. Schloss knacken aktiv. Leg mir einer... Na, da fahren die Cops. Das Auto könnte ich... Das könnte ich knacken oder was? Wo bin ich denn? Ich bin da. Das ist der Schrottplatz. Premium-Garage, O-Driver. Soll ich das mit dem Schlossknacken schon machen oder was? Das ist mir eigentlich irgendwie blöde. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, spät. Normalerweise müsste ich mich jetzt aufs Ohr hauen. Genau, ich werde mir mal aufs Ohr hauen. Scheiß drauf. Wir versuchen es erstmal fair, ne? Wir versuchen es erstmal fair. Hau da doch mal hin. 8 Stunden ist gut. Und dann können wir immer noch später irgendwann Auto knacken und so. Das können wir dann alles normal. Ne? Uns rennt die Scheiße ja nicht weg. Was haben wir denn? 5 Uhr morgens. Was habe ich hier eigentlich? Oh, eine Pizza. Wunderbar. Ich liebe Pizza zum Frühstück. Beste, was geht. So, was ist denn hier? Schlossknacken ist vorbei, ne? Ja. Stehlbares Auto. Aber es ist noch da, ne? Bitte ich, wenn ich wollte jetzt. Oder wo ist denn der Schrottplatz? Kann ich da. Nee. Leider, bla. O-Driver, Autoservice, ist egal. Was ist eigentlich nochmal mit diesem Driver, ne? Hier, dieser O-Driver. Autobazar. Hier geht's ja auch nochmal ab, dann, ne? Oh, den mach ich weg da, Junge. So, hier müssen wir auch noch hin. Mein Gott. Was sagt denn eigentlich die Quest? Gehe am Abend zum Schrottplatz und frage Nick, wo der Autoanbieter ist. Kaufen und verkaufen sie zwei Autos. Ja, genau. Ich wollte ja eigentlich dieses Auto jetzt hier verkaufen, damit ich meine zwei Autos habe, die ich verkaufen wollte. Aber wann kommen denn die Ratten mal hier endlich? Ich will den einen Wagen noch verkaufen. 3.500 haben wir auf Tash. Schade eigentlich. Dafür, dass wir... Ich kann die Lautstärke eigentlich ein bisschen... Oh man, die Musik war vorhin nur so laut. Oh. Hat ja nichts gebracht. Doch, jetzt sind ein paar Sounds da. So, steht da schon jeder? Nee. Ja gut, 7 Uhr morgens, ne? Er hat gar keiner Bock, irgendwie ein Auto zu kaufen um die Zeit. Was mit meinen Jobs? O-Driver nicht aktiv. Kurier. Was heißt denn Kurier? Was für ein Kurier? Da kommt der Erste. Na endlich. Ich finde, das hätte man irgendwie ein bisschen anders lösen müssen. Aber man wartet zu lange auf ihn. Auf einen Verkäufer. Bei KVSale war das ja so, du hast gleich mehrere, weißt du, da kommen sie einfach nach und nach, bam, 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 dann stehen auf einmal 4, 5 Leute um das Auto rum. Das ist ein bisschen geiler, weil du brauchst ja nicht so lange warten. Jetzt warte ich auf den, dann ist der Angebot scheiße, ich lehne ihn ab, dann muss ich wieder so ewig lange warten, bis der nächste kommt. Was ist denn los, du Hackfresse? Kann ich jetzt eigentlich verhandeln? Nee, ne? Ist egal, wir machen okay, das. Deal. Okay, Deal. Zick ab. So, passen Sie ein Auto im Car-Service individuell an. Ist der Ding schon offen? Ist ja schon laut jetzt, ne? Ey, ich flipp aus bei die Spiele hier. Laut, leise, laut, leise, laut, leise. Mann! Von Spiel zu Spiel unterschiedlich, ne? Lass mir rein hier. Boah, schöner Porsche und so. Fuck. Können wir uns nicht leisten. Was will der hier? Hello, welcome. 12.000. Du brauchst mehr Erfahrung. Was? Verhandeln. Mein Angebot, wir machen mal 12 glatt, ne? Was hältst du davon? I am not sure. Na gut, dann machen wir, lass uns wenigstens 12,4 machen. Enough, no more offer. Entschuldigung, bitte? Hello, welcome. Du hast ja wohl verliedet. Schuss nie gehört, ne? Was ist mit dem hier? Welcome. Verhandeln, komm.
7000 glatt, dann nehme ich dir die Karo ab. Hm, maybe. Wie maybe? 1,50. Hm, maybe. Also ich bin mir nicht sicher, wie das... Enough. No more offer. Was hast du hier für einen Dreck? Hello, welcome. Gewöhnlich. Hello, welcome. Hello, welcome. Was ist mit der hier hinten? Sieht ja gepflegt aus, die Karre, ne? Hello, welcome. 16.000, vielleicht kann ich den drücken. Verhandeln? 14. Hm, maybe. Nicht maybe, du nimmst das an, was ich dir sage. Enough, maybe. No more offer. Hm, maybe. Und dann aber gleichzeitig hello, sagen, nö. Ja, komm, yes, hier her. Scheiße, ey, so ein Dreck, ey. Und hier nur so ein Müllkofen hier, ey. Na gut. Hallo? Wieso komme ich denn da nie rein? Hallo? Hä? Was ist jetzt los? Ich hab doch den gekauft. Was ist hier los? Meint ihr doch mal zurück. Wie startet man nochmal die Karre? Start C, Mann. Wieso hab ich denn? Ich nehm die mit, ne? Fahrzeug beschädigt. Vorsichtig fahren. Ich kann nicht, Mann, wenn die da an der Seite mitbammelt. Verkaufe ich die jetzt mit oder was? Tut mir leid, Lady. Geht das an? Boah, voll reingefahren, ne? Ja, du, die Spiele sind heutzutage... Kommen die sowas von perfekt auf den Markt. Also ich bin immer wieder sprachlos. Ich bin fassungslos, wie gut die Spiele auf den Markt kommen. Völlig ausgereift. Aber, gut. Pass auf, die werden wir jetzt einfach mit umlackieren und so. Ja, pass mal auf, ja, nicht, wunder dich nicht. Nicht wundern. Dreh mal ein bisschen runter hier. Brauchst ja nicht wundern, alles gut. Die ist, die hört mit dazu. Wisst ihr? Die hört mit dazu. Das ist normal. Pass auf. Mach mal Jans hier. Ja, klar, für 1,3, da bist du wahnsinnig. So. So, unsere Quest war doch eigentlich... Der lässt sich so beschissen steuern, dieser Wagen, ey. Ich könnte abkacken. So, guck mal, wie sie da noch selbstgefällig steht und so als wenn... Das ist ja selbstverständlich, der Wagen gehört ja eigentlich nur mir, obwohl sie ihn bezahlt haben. Ich raus hier, ey. Kannst du ein bisschen was damit machen? Ey, diese Hip-Hop-Mucke, ne? Ich werd wahnsinnig. So, gekauft. Oh. Oh. Gut, Motor haben wir auch ein bisschen auf 4. Ne, das lassen wir mal. Wie sieht's aus hier mit Spoiler und so? Richtig Bock drauf, ne? So, jetzt ist aber auch mal gut, ne? Ja, guck mal, der hier. Machen wir. Tachometer? Alter, was ist denn jetzt los? Man kann ja hier Felgen, Alter, weil jeder da noch, Alter. Abziehbild, Neon, ne, brauche ich alles nicht, ne, das brauche ich alles nicht. Was ist mit Ferien? Hat man da irgendwas günstiert? Ne, Tachometer, was ist denn damit? Ne, billigste ist alles, 1,5. So, okay, haben wir das auch erledigt? Zack, Alter, ist das eine Karre? Ja, start the engine, Mann. Guck dir das an. Der sieht doch gut aus. So wie der aussieht, könnt ihr gleich bei Fast and the Furious mitspielen, das zeige ich euch. Zack, geil. Stellen wir hin. Na, sauber machen oder so? Aber können wir auch noch machen. Ich hab nämlich Bock.
das Mädel da ordentlich durch die Wäsche zu jagen. Pass auf hier. Motor aus. Geht los hier, ne? Was ist nicht. So, jetzt wird hier waschen. Zack. Willst du mich verarschen oder was? Was ist denn hier los? Völlig verbuggt. Jetzt habe ich gerade zweimal 30 Dollar bezahlt. Oder Coins, Gulden, was weiß ich was. Nur damit mein Auto ja nie waschen wird. So, hast du Pech, wirst mitverkauft. Ganz einfach, mach mal den Schrank hier auf. Fass es nicht. So, wie sieht's aus? Automarkt. Wolfsfask, Igel, was auch immer. Autobeschreibung. Frau ist mit dabei. In Klammern nicht wundern. Zack. Also, Kosten, Kaufpreis fast 3000. 11,3 haben wir bezahlt. Können wir noch 20 rausholen? Machen wir. Frau ist mit dabei, nicht wundern. Sehr gut. Super. 20.000, okay. Aber ich habe jetzt auch 20.000 gemacht wegen der Frau, ne? Wegen der Frau. Ich meine, es wäre schon geil, wenn man die noch wegfahren sieht, ne? Also wenn der den Wagen gekauft hat und man sieht ihn wegfahren, weil ich wusste, dann sieht man nämlich schön, wie er mit der Frau so wegfährt. Gehen Sie zum O-Driver-Gebäude und holen Sie sich einen Führerschein. Ob das was mit 1,3 wird? Lass uns mal machen. Einfach mal zack, zum O-Driver, Führerschein holen. So. Zack, 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 zack. Guten Tag, hallo, wie geht's? Hello, welcome. Wir suchen nach Fahrern für unsere Firma. Sind Sie interessiert? Ja, natürlich. Zuerst musst du eine Prüfung bestehen, um deinen Führerschein zu bekommen. Die Gebühr für diesen Test beträgt 25 Coins, Gulden, Chips, keine Ahnung. Möchtest du die Prüfung ablegen? Ja, ich möchte die Prüfung ablegen. Okay, alright. Mann, halt's Maul. Lass uns die Prüfung machen. Gut ist. Sieht aus, als hätte ich die ganze Zeit Zeit. Kandidatname John. Grund für Bewerbung, Führerschein. Zugelassene Punkte, 70. Testdauer, 120 Sekunden. Willkommen zur Führerscheinprüfung. Wenn du beim Fahren die Poller triffst, werden die Strafpunkte... Ja, das kann ich... Los jetzt, Mann! Nö, der Wagen läuft schon. Zack, einmal hoch. Das ist kein Problem. Also, da sehe ich ja überhaupt... Junge, wie geht dir das an? Einmal eine Kurve. Wir gehen mal kurz ein Stück zurück und wieder nochmal nachgesetzt. Easy. Easy. Ein bisschen abbremsen, weißt du, wieder ein bisschen zurück, ne? Der hat ja einen Turbo-Rückwärtsgang. Mal von außen nach innen, so. Ich hab nichts berührt. Keine Sau hat's gesehen. Nein, da war nichts. Scheiße, den hat er mir abgezogen? Ist das eine Drecksau, ne? Zweimal richtig fett abgeräumt da die Dinger und das hat er mir nicht berechnet. Und dann gehe ich nochmal zurück. Ist mir doch egal. Zeit wird knapp, ne? Easy. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja. Fehlgeschlagen? Willst du mich ver... Mann, der checkt die eine. Muss ich da rückwärts drin fahren oder was? Blöde Sau, ey. Mann, komm, hör auf mit deinem, als wenn ich was bestanden habe, Geräusch. Bam, müsste da kommen. Fehlschlagen. Du, was ist denn hier? Hello, welcome. Du, jetzt mal kurz. Okay, alright. Ja, okay, alright. Man macht hier so lange, bis man einfach durchkommt. Fertig ist. Ja, zack, komm. 3, 2, 1, nun fahr da durch, Junge. Kann nicht wahr sein.
Mann, denn so eine Scheiße, Mann. Du willst mich jetzt ärgern, ne? Robert, bescheuert das aber auch. Pass auf da, Mann. Mann! Steuerung ist für den Arsch. Da ist kein Poller, habt ihr das nie gesehen? Ja, was soll das? Ja, John, komm. Ich wollte schon sagen. Ist ja gut, das tut weh. Mann. Jetzt halt wieder Skillpoints ohne Ende, wa? Gut, halt bestanden. Schön. Gut. Erreichen die 20.000 CEL. Okay, ist ja kein Problem. Halt nämlich gerade schön. Warte, zeig mal her hier. Was muss ich jetzt hier machen? Händler. Alle drauf geballert. Scheiße, ja. Wir gut handeln können. So, jetzt driven wir mal kurz wieder zurück zu unserem. Wo ist denn meine Galerie? Da muss doch wohl mittlerweile einer stehen. Das kann ja nicht sein. So, hallo. Will ich noch ein Auto? Ey, hier steht keine Sau, ne? Wie spät haben wir das? Wirklich, es ist schon wieder kurz vor 8 und ich habe nichts zu fressen. Ich gehe mal was kaufen. Ich gehe was kaufen. Ich gehe mir Essen kaufen. Wunderbar. Schön. Da kommt eine Dame. Die würde den Wagen gerne kaufen. Komm. Hallo. Gib mir doch mal mein Sushi. So, Laden verlassen. Bevor ich hier ausflippe. Die will so einen schönen Sportflitzer. Ey, wo ist die Frau hin? Schade. Die Frau ist weg. Ah, geht mal schön. Ich habe Motorleistung. Also, pass auf. Ich erkläre dir mal ein paar Sachen. Ich habe die Motorleistung halt ein bisschen erhöht, ne? Also erhöhen lassen. Und Brems. Die Bremsanlage ist vom Allerfeinsten. So. Nicht genügend Fähigkeitspunkte, um Angebot verhandeln. Das ist hier ein Witz, ist das, ne? Ne, tut mir leid. Ich lass mich nicht verarschen. Ich lass mich doch nicht verarschen von dir. Erstmal ein Sushi. So, Schlossknackding ist activated. Hallo, setz doch einen Marker dahin. Kann ich hier einfach durchspiken? Ja, ich mache hier den Spike Lee. Wir klauen Autos. Wir müssen aufpassen auf die Polizei. Wir müssen nämlich das umlackieren lassen, ne? So wie bei GDA. Wie soll man denn da nachts durchhalten? Na, guck mal, wie müde mein Arsch ist da. Der ist richtig müde. Hallo, wo haben wir denn hier ein Auto? Ich muss ja noch voll weit laufen. Ich muss noch richtig weit laufen. Was soll denn der Dreck? Schaffe ich das überhaupt bis dahin? Habe ich überhaupt einen Dietrich? Aber damit hätten wir vielleicht eine Chance, ein bisschen Kohle zu machen, ne? Juniors Restaurant und boah, Juniors Restaurante. So. Was ist denn da mit dem Auto? Ist das zu knacken da? Ja. That is it. Mann, Alter, mach den Marker weg, ey. Ich muss aufpassen. Polizier, ne? So, unlock. Wie war denn das jetzt hier nochmal? Ist ja eine Scheiße. Nee, nee. 12 Dietrich habe ich. Kacke!
Tür offen. So. Ich muss hier, wo ist denn das? Hier. Reparaturdienst. Also das mit den Markern ist auch der letzte Arsch, ne? Der letzte Arsch. Ich will nicht über die Hauptstraßen. Was ist denn das? Komm ich da nicht mal hoch? Mann, Alter! Ja, jetzt penn doch ein während der Fahrt, du Ratte. Sieht gut aus. Alter, was ist das für eine dreckige... Mann, Alter, penn ein während der Fahrt. Ist mir doch scheißegal. Ich muss ihn lacken lassen, ne? Du, pass auf, der ist nicht gestohlen. 500. Wir machen das Ding weiß. Yes. Ich bin safe now. Ne? Aber jetzt einfach mal für lau Karre gekriegt, ne? Guck mal, der lenkt gar nicht gegen. Ist doch voll im Arsch. Guck mal. Er lenkt überhaupt nicht. Ich könnte hier ausflippen. Ihr glaubt gar nicht, wie... Ich muss gucken, dass ich den hier noch ein bisschen repariert kriege. Das wird zu teuer, ne? Ich will nun Kohle 2000 etwa. Er lenkt ja nicht. Er lenkt nicht. Er kann mich doch gar nicht mehr holen, ne? Gestohlenes Auto, aber muss ich da den. Ich muss das Kennzeichen wechseln, ne? Oder was? Nee, Quatsch, komm, erzähl den Müll. Da steht ja einer. Du bist müde. Ach nee. Komm mal her. Hast du Lack gesoffen, Junge? Auf keinen Fall. Verpiss you. Dann müssen wir auf den nächsten Tag hoffen. Das muss dann leider auf den nächsten Tag verschoben werden. Kacke. So. Nicht mehr müde. Essen brauche ich auch nicht gleich. Oh, da kommt schon der erste. Ja, mach bloß den Marker da weg. So, wir haben hier noch ein Auto. Ganz toll. Muss nur repariert werden. Und gewaschen. So, jetzt hau mich mal richtig vom Hocker mit dem Angebot, ja? Wenn nicht, müssen wir die 18 noch was nehmen. 19. Mach ich. Okay, all right. So, und damit fahren wir jetzt zur Werkstatt. Ich denke mal, wir werden das Kennzeichen machen müssen, ne? Lenkt richtig scheiße, ne? Ich hoffe, der lenkt besser, wenn der repariert ist. Obwohl, wo ich ihn geklaut habe, war der auch nicht geiler. Aber gut. Da stehen, da bin ich wieder. Scheiße, der Motor... Der Motor geht doch aus, wenn er aussteigt. Guten Tag. Kannst du mal reparieren? Danke. Hast du ganz toll gemacht, wirklich. Ja, jetzt lenkt er doch wieder direkter. Vorsicht. Nee, der lenkt echt scheiße, ne?
Guck dir das an. Der hört nicht auf zu lenken. Die Ratte. So. Dann machen wir jetzt nochmal bei ihm hier. Kennzeichen anders. So, zeig mal. Hier. Nummer. John. Dann können wir ja eigentlich noch. Mal sagen denn die Felgen. Brauche Federung, Tuning, um Änderungen durchzuführen. Das macht's alles nicht geiler, ne? Was für eine Scheiße ist das hier? Spoiler hinten auch noch. Ja, so ein kleines Aufsteckding, ne? Ach scheiße, weiß. Alles in white. Whitey white. Abziehbild. Geil. Der haut den alles nach oben. Weißt du? Oh, kick dir das an. Dafür haben wir so gestohlen. Warum zeigt er mir das immer noch an? Okay, aber er fährt besser. Liegt an den Spoilern. Und der Hutze. Mal noch schön sauber. Schön Geld verschleudert für dieses Piss-Tuning. Warum? Was ist denn mit dem? So, geht das waschen jetzt? Ah, es funktioniert. Wirklich, es funktioniert. Die Mechanik klappt. So. Naja, siehste. So. Also ganz ehrlich. Ist das nicht ein... Also wer da nicht ja sagt, der sagt nee. Da kann ich euch, wirklich, pass auf. Was haben wir denn da? Wunderbar, komm. Los, hab ich kein, ich hab, sag mal, wieso habe ich kein verkaufbares Auto? Ich verstehe das nicht. Oder muss ich diesen Nick bringen? Wo ist denn die Ratte? Schrottplatz? Ich fahr dahin. Meine letzte Hoffnung. Ich habe so viel jetzt reingetuned, ey. So ein beschissener Kack. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Ich dachte, ich kann ihn jetzt verkaufen. Ich dachte, mit dem gestohlenen... Das geht denn weg, gestohlenes Auto, wenn ich das Dings ändere? Das nervt mich jetzt schon wieder ein bisschen. War doch nicht irgendwo noch gegen, komm. Ja, genau, das wäre fast passiert. Wo geht's denn aus? Hallo? Kann ich den hier lassen? Kriege ich Geld dafür? Pass mal auf, ich quatsch mal mit dem. Willkommen zurück, Bruder. Wie finde ich, Autos, die für voll wert sind? Oh Mann, du machst dich ja ganz schön beliebt. Ich verrate dir etwas, Kumpel. Ich habe James, einen Freund in der Stadt namens Gregor. Ich habe James, einen Freund in der Stadt namens Gregor. Er organisiert illegale Straßenrennen. Er könnte dir dabei eine große Hilfe sein. Wie finde ich ihn? Bla bla bla. Es ist nicht leicht, ihn zu finden, aber wenn du dich zur Crab Street begibst und dort in James einen Wagen wartest, wird er dich für ein Rennen. Ist er völlig geisteskrank? Ich habe dir ein neues Auto gebracht. Na gut, schaff den Wagen rein. Der ist doch schon da drin, Mann. Da. Oh, hello, my friend. Welcome.
Automatisch. Das hat gar nichts gebracht, die Tunerei, ne? Drecksack. Na, wenigstens bin ich bei 19.1, ne? Wenigstens bin ich bei 19.1. Ja. Da könnten wir auf jeden Fall nochmal zum Markt. Und ich werde nochmal... Ne, obwohl, ich werde jetzt nichts fressen, ne? Ich werde jetzt nichts fressen. Ich werde jetzt erstmal zur Galerie zurück. Okay, also bei dem wird man die Autos los, aber ich glaube, das Tune hat nichts gebracht, ne? Also es ist nicht wertvoller geworden. Wenigstens sind wir bei 19, ist okay. Wir sind fast bei 20, unser Ziel, was wir brauchen. Das werden wir bestimmt beim nächsten Mal schaffen. Leute, damit beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao!